meine Freunde, mein Name ist Larissa und heute geht es im Schüleraustausch.net Ratgeber um das Thema die verschiedenen Gastfamilien, in die ihr vielleicht kommen könntet. Ganz viel Spaß! Zuerst einmal entschuldigt meine Stimme, ich bin krank, deswegen hört die sich vielleicht so ein bisschen an. Ja. Aber wir besprechen heute das Thema, welche verschiedenen Gastfamilien es überhaupt gibt und in welche ihr vielleicht kommen könntet und wie das dann so abläuft, denn es gibt da einige Spezialausnahmen. Erst einmal als Gastfamilie kann sich natürlich jeder bewerben oder anmelden, der die finanziellen Möglichkeiten hat, der den Raum hat und der einfach Interesse daran hat, eine neue Kultur kennenzulernen, einen Gastschüler natürlich aufzunehmen. Die Gastfamilien werden geprüft, bevor sie quasi den Daumen nach oben kriegen, dass sie Gastfamilie sein dürfen. Das ist aber ein ganz anderes Thema, das können wir ein anderes Mal nochmal besprechen. Wir haben zum einen diesen typischen Fall von typisch amerikanische Gastfamilie, würde ich mal sagen. Mutter, Vater und Kinder oder ein Kind. Da gibt es halt verschiedene Konstellationen, ist ja klar, es kann sein, dass ihr nur ein Geschwisterkind quasi habt, Bruder oder Schwester. Dass ihr zwei habt, Schwester, Bruder, wie auch immer, oder Schwester, Schwester, Bruder, Bruder, ihr wisst schon, und immer so weiter. Vielleicht haben die auch mehr Kinder. Also ich hatte eine Freundin, die war in Amerika. Und ihre Gastfamilie hatte insgesamt 5 Kinder, mit ihr waren es dann 6 Kinder, also das kann wirklich variieren. Einige Gastfamilien haben natürlich Haustiere, einen Hund oder Katze oder so. Ich musste in meiner Bewerbung damals aber reinschreiben, falls ich Allergien hatte gegen irgendwelche Tiere oder sowas, dann komme ich natürlich nicht in eine Gastfamilie, wo dann diese Tiere sind. Dann kann es natürlich sein, dass ihr in eine Gastfamilie kommt ohne Kinder, das heißt nur ein Ehepaar. Da kann das Alter auch variieren. Das kann schon Oma und Opa sein, wo die Kinder schon längst aus dem Haus sind und die wollen halt nochmal ein Kind haben und haben sich deshalb einen Austauschschüler geholt. Oder ein ganz junges Ehepaar, die noch vielleicht gar keine Kinder haben. Ja, das sind so die Familien, die im Normalfall oder im häufigsten Fall quasi vergeben werden. Dann kann es sein, dass ihr zu einer alleinerziehenden Mutter kommt oder zu einem alleinerziehenden Vater. Das heißt einfach dann halt nur der Elternteil mit einem Kind, vielleicht auch mit mehreren Kindern, je nachdem. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, bei meiner Organisation war es so, dass schon ab diesem Zeitpunkt dann von dem Gastschüler bestätigt werden muss, dass er in diese Familie möchte oder ob er da nicht rein möchte, weil es halt ein alleinerziehender Elternteil ist, vor allem wenn man zu einem alleinerziehenden Vater kommt. Dann gibt es noch die Fälle, wo ihr vielleicht nur zu einer Frau oder nur zu einem Mann kommt. Da muss dann natürlich auch wieder bestätigt werden mit euch und mit eurer Familie zu Hause, ob das in Ordnung geht oder nicht. Vor solchen Situationen braucht ihr aber gar keine Angst haben, auch wenn ihr sagt, nein, ich möchte da nicht so gerne hin, dann sucht die Organisation natürlich weiter nach einer Gastfamilie für euch. Also vor der Platzierung braucht ihr keine Angst zu haben, denn die Organisation kümmert sich darum, eine perfekte Gastfamilie für euch zu finden. Falls ihr vielleicht in einer außergewöhnlichen Gastfamilie wart, dann könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie eure Konstellation quasi zu Hause war. Ich hatte Gastmutter, Gastvater, eine ältere Gastschwester, die war ein Jahr älter als ich, und einen kleinen Gastbruder, der war zu dem Zeitpunkt 12 Jahre alt. Falls ihr weitere Fragen habt, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video auf unserem Channel. Tschüss!